Wladislav fragt, wie kommt es mit dem Merch voran? Hoho Leute und willkommen zu dem ersten Video in meiner Adventskalenderserie. Ja, ich habe mir gedacht, zu Weihnachten mache ich mal wieder etwas Besonderes und zwar habe ich mir einen Adventskalender ausgedacht. Ein Adventskalender, in dem ich 24 Tage jeden Tag ein Video hochladen werde. Es ist viel geplant, Leute, es wird auf jeden Fall mega cool, Leute, das kann ich euch versprechen. Und weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe, fange ich mit einem Q&A an und damit geht's jetzt los. Die Vivi fragt, in L.A. wohnen und unbekannt sein oder? Ey. Die Vivi fragt, in L.A. wohnen und unbekannt sein oder in Köln wohnen und eine riesige Reichweite? Das ist echt eine super gute Frage, weil erstens, L.A. ist so mega meine Lieblingsstadt. Aber zweitens, Köln ist halt so, keine Ahnung, das ist halt so die YouTube-City und da sind so voll viele Freunde von mir und voll viele andere YouTuber, mit denen man dann auch filmen könnte. Boah, da habe ich mir echt eine schwere Frage zum Anfang dann ausgesucht. Also ich glaube, ich würde aber lieber in Köln wohnen, weil es ist irgendwie so, also das hat gar nichts mit unbekannt oder bekannt sein zu tun, sondern es ist einfach, in Köln hätte ich so viel mehr Möglichkeiten bezüglich YouTube. Deswegen glaube ich, würde ich mich für Köln entscheiden, auch wenn ich L.A. wirklich voll gerne mag. Die nächste Frage kommt von Ellie und sie fragt, bist du eher organisiert im Besorgen der Weihnachtsgeschenke oder kaufst du alle auf die letzte Minute? Ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so ein Typ, der das so ein bisschen last minute macht, weil ich halt echt einfach voll selten weiß, so wirklich, was ich meinen Eltern schenken will oder meiner Familie schenken will. Und ich glaube, so vorletztes Jahr habe ich zum ersten Mal überhaupt so wirklich allen was geschenkt. Ja, war schon eine große Aufgabe, aber das gehört irgendwie so ein bisschen zum Älterwerden dazu, glaube ich. Aber man muss halt erstmal so wissen, was Mama, Papa oder so haben wollen. Aber trotzdem, ich glaube, ich bin eher so ein bisschen der, der das alles last minute macht. Dennis fragt, iPhone 10 oder iPhone 8? Ich muss sagen, ich glaube, ich finde das iPhone 10 besser. Ich würde es mir aber nicht kaufen. Ich würde es mir nicht kaufen, weil es einfach zu teuer ist. Aber ich hatte das ja jetzt, ich glaube, über eine Woche, 10 Tage durfte ich es ja ausleihen. Und das iPhone 10 ist halt einfach wirklich so geil. Also mir gefällt es mega gut. Da hat natürlich jeder seine eigene Meinung. Aber es gefällt manchen besser, manchen nicht. Mir hat es sehr gut gefallen. Das iPhone 8 ist auch geil. Aber irgendwie, also alleine wegen dem Display finde ich das iPhone 10 besser. Aber der Preis ist halt schon so... Aber sagen wir jetzt mal, würde irgendjemand so random zu mir hinkommen, würde so sagen, so, yo, ich habe das iPhone 10 und das iPhone 8, welches möchtest du lieber haben? Dann würde ich, glaube ich, auf jeden Fall das iPhone 10 nehmen. Wladislav fragt, wie kommt es mit dem Merch voran? Ja, Leute, so langsam ist es soweit. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil es steht doch alles nicht so zu 1000% fest, aber es ist schon sehr sicher, dass ich sehr bald Merch machen werde. Hoffentlich noch in der Weihnachtszeit, damit ein paar von euch vielleicht das zum Geburtstag bekommen. Nee, bin ich dumm. Ich hoffe, dass es noch in der Weihnachtszeit fertiggestellt wird, dass ein paar davon noch an Weihnachten was bekommen können. Aber ich bin auf jeden Fall in der Mache und ich glaube, wird mega, mega cool. Weil ich habe einen sehr, sehr coolen Anbieter und viele kennen den auf jeden Fall. Aber ich möchte, wie gesagt, noch nicht zu viel verraten. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf mega coolen und hochqualitativen Merch freuen. Und keine Sorge, ich werde da eine große Ankündigung machen. Also ihr werdet es auf keinen Fall verpassen, wenn ich Merch rausbringe. Petrus fragt, was wird aus seinem Praktikum bei Felix? Ja, manche haben es vielleicht mitbekommen. Felix hat eine Frage von mir in seinem Q&A beantwortet. Die nächste Frage kommt von Oscar, von @dieseroscar. Und der hat geschrieben, nimmst du auch Ferienjobber im Team Spielkind auf? Wäre sonst natürlich eigentlich auch witzig, Oscar, wenn wir dich vielleicht mal da einladen würden. Also hätte ich Bock drauf. Keine Ahnung, das war eigentlich nur so eine mega lustige Idee. Und dann hat er die Frage aber in seinem Video beantwortet und hat halt gesagt so, ja, ich kann ja mal vorbeikommen oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mal genau erinnern. Ich muss mal gucken. Also Felix, falls du das hier gerade siehst, ich habe ein Pflichtschülerpraktikum am Ende des Schuljahres. Also ich meine... Vielleicht könnte ich das bei dir machen. Wäre auf jeden Fall cool. Helmut fragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vermisst du Monkey unter der Woche? Ja, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ist Monkey wieder da? Und zwar, manche werden es vielleicht mitbekommen haben, Monkey ist ja jetzt im Training. Der wird jetzt zum richtigen Blindenhund ausgebildet. Wir hatten ihn 6 Monate lang und jetzt muss er leider gehen. Aber der ist jetzt zum zweiten Mal schon übers Wochenende bei uns, weil da die Hundetrainerin einfach was anderes macht und ihn nicht haben kann. Und deswegen nehmen wir ihn dann, und wo ich mich am meisten drauf freue, am 14. Dezember kommt er wieder zu uns nach Hause. Das heißt, wir feiern Weihnachten mit dem Hund. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, aber... um deine Frage zu beantworten, ja, ich vermisse Monkey schon mega. Ich würde sagen, so schon so eine 7,7, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte den jetzt so lange und ich vermisse ihn einfach jetzt mega, sodass ich es eigentlich voll kacke finde, wenn er da jetzt kommt, weil dann freue ich mich wieder, wenn er da ist und dann ist er aber nur 2 Tage da und dann geht er wieder. Aber er ist einfach ein super cooler Hund und ich wünschte, ich könnte ihn länger haben. Die nächste Frage kommt von Lorenz und er fragt, was sagst du dazu, dass Lisa und Lena die Schule geschmissen haben? Ja, kam ganz ehrlich so ziemlich überraschend für mich, weil ich habe mir mal so ein paar Interviews von denen einfach angeguckt. Hashtag Fanboy. Und da haben die irgendwie gesagt, so, dass Schule natürlich immer noch mega wichtig ist und sie sich auch darauf konzentrieren. Und jetzt plötzlich haben sie einfach aufgehört mit der Schule. Aber ganz ehrlich, ihr müsst es so denken, also man kann bei denen nicht das Argument bringen, so, yo, was ist denn, wenn es bei euch in der Karriere mal nicht mehr so läuft? Weil ohne Spaß, ich glaube, die haben jetzt einfach schon für ihr gesamtes Leben komplett ausgesorgt. Aber ich meine, ist ihr Ding, freut mich für sie, dass sie so erfolgreich sind und ich glaube, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Fehler war. Also ich glaube, an ihrer Stelle hat es sich schon gelohnt. Aber
keine Ahnung, ich habe da eigentlich keine richtige Meinung zu. Sozius fragt, woher kommt deine Narbe an der Lippe? Ja, manche werden es vielleicht bemerkt haben, manche auch nicht. Ich habe hier an der Lippe so eine große Narbe. Die habe ich da auch schon ziemlich lang, so ich glaube fast ziemlich genau 4 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Story, die kann ich jetzt nicht einfach so kurz in so einem Q&A erklären. Aber schreib mir doch mal in die Kommentare oder lasst ein Like da, wenn ich das mal erzählen soll, so eine Art Real-Life-Story. Ist auf jeden Fall eine längere Geschichte, aber ja, wäre vielleicht mal interessant zu wissen. Aber wie gesagt, lasst einfach ein Like da, dann weiß ich Bescheid. Ha, meine lieben Damen und Herren, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Sonne ist mittlerweile untergegangen und meine Hände sind so hart am Zittern und so rot, weil es einfach so kalt ist. Deswegen würde ich sagen, beenden wir dieses erste Adventsvideo hier. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf dem Adventskalender wie ich. Ich habe auf jeden Fall hardcore Bock. Es werden auch ein paar mega geile Kooperationen auf euch zukommen. Also falls ihr die restlichen 23 Tage nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Lasst auch ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden, die mich noch nicht kennen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao und ho ho.